Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal, in dem wir uns Fake-Marken anschauen werden. Ich würde allerdings sagen, wir fackeln gar nicht lang rum und fangen direkt an mit der ersten Marke. Und zwar kennt sie jeder. Jeder hat schon mal Chips von ihnen gegessen und zwar sind es die Pringles. Ich war allerdings jetzt mal ein bisschen im Internet unterwegs und habe dabei diese. Prongles. Wie kommt man denn auf so eine Scheiße? Aber wo wir gerade schon bei Fake-Marken sind, es ist natürlich auch irgendwo das Thema des heutigen Videos. Jeder von euch kennt, glaube ich, KitKat, also diese Schokoriegel mit bisschen Keks drin, wo so zwei in einer Verpackung sind, so ein bisschen länglich, kann man so auseinanderbrechen, also kennt, glaube ich, jeder. Ich habe allerdings eine Fake-Marke gefunden namens CatCode. Könnte man auch denken, dass das Katzencode ist. Have a break, have a CatCode. Ja. Genau, Digga. Jeder von euch kennt wahrscheinlich Hulk. Also dieses große grüne Monster, das unter anderem in dem Film Avengers mitspielt. Da gibt es allerdings diese Fake-Marke von. Es heißt nicht Avengers, sondern Revengers. Und er heißt auch nicht Hulk, sondern The Incredible Fella. Das hier ist die nächste Fake-Marke. Und auf den ersten Blick denkt man sich wahrscheinlich, ist doch alles richtig. Aber es heißt halt nicht Duff, sondern Dave. ich benutze auch immer Dave, um mich einzucremen. Ey, die nächste Sache. Da sind direkt drei Sachen komplett falsch. Eigentlich heißt die Figur Elmo aus der Sesamstraße. Bei dieser Fake-Marke heißt es allerdings erstmal Semesame Street. Also Semesame Straße. Die Person heißt nicht Elmo, sondern Elbow. Und die haben sogar das Alphabet falsch buchstabiert. Ey, mir fällt da echt nichts anderes ein, als klatschen durch mein Zimmer zu laufen. Das hier soll, glaube ich, Mario sein. Die haben den Fake aber einfach Videogame-Guy genannt. Also, dafür kriegt ihr von mir auf jeden Fall den Win der Woche. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Marke The North Face. Die machen hauptsächlich Jacken, Regenjacken, Winterjacken etc. pp. Die Fake-Marke von North Face heißt allerdings Huge Mountain. Wie kommt man da drauf, Digga? Wo wir allerdings gerade schon bei Klamottenmarken sind, ihr werdet wahrscheinlich auch Nike kennen. Hier heißt es Mike. Und wo wir schon gerade bei Nike bzw. auch Sportklamotten sind, jeder von euch kennt selbstverständlich auch Adidas. Hier heißt es Zider und hat vier Streifen. Am liebsten würde ich mir tausendmal gegen das Gesicht schlagen, wenn ich sowas sehe. Einige ältere Zuschauer unter euch werden wahrscheinlich noch den Game Boy kennen. Das war quasi so der Vorreiter vom Nintendo DS etc. pp. Obwohl mittlerweile die meisten ja, glaube ich, sogar auf einer PlayStation oder auf dem Handy zocken. Der Fake vom Game Boy, den ich rausgesucht habe, heißt allerdings Game Child. Aber eigentlich ist es gar nicht so blöd, weil Game Boy spricht ja eigentlich nur die Jungs an. Allerdings würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit der nächsten Fake-Marke. Und zwar werden sehr viele von euch die Marke Mountain Dew kennen. Die machen Getränke und die Fake-Marke von Mountain Dew heißt Mountain View. Und einfach ein Blick auf einen Berg. Ey, es tut mir leid, dass ich nur am Klatschen bin, aber das kann man doch einfach wirklich nicht mehr zu sagen. Auf den allerersten Blick sieht das hier so aus wie so eine typische Lego-Star-Wars-Verpackung. Das heißt allerdings nicht Lego, sondern Do-It-Yourself-Robot-Block. Und es heißt doch nicht Star Wars, sondern Universe Wars. Ey, wie kommt man auf so eine Scheiße? Zu Beginn hatten wir ja eine Fake-Marke von Hulk, beziehungsweise den Avengers. Und ich würde sagen, wir bleiben direkt bei den Avengers, denn das hier ist natürlich Superman. Er heißt hier allerdings Special Man. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Das hier erkennt, glaube ich, jeder direkt. Und zwar ist das eine Maske von Sonic. Hier heißt es allerdings nicht Sonic, sondern Blue Speed Mouse. Ey. Wen wollt ihr verarschen? Kommen wir allerdings nun auch schon, meine Damen und Herren, zur letzten Fake-Marke, die ich mir fürs heutige Video hier rausgesucht habe. Und zwar ist es ein Controller, der auf den ersten Blick völlig normal aussieht, allerdings nicht von Sony ist, sondern von Phony. Er kostet auch nur 5,50 Euro. Und auf den Knöpfen rechts steht auch einfach Phony drauf. Ey, no shit, wenn ich Sony wäre, Alter, ich wäre richtig mad. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Ich habe letztens einen BuzzFeed-Artikel gesehen, wo diese ganzen Fake-Marken vorgestellt wurden. Und ich habe mir einfach gedacht, ey, Digga, das kann doch vorne und hinten nicht wahr sein. Der Link zu diesem BuzzFeed-Artikel befindet sich auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Lasst einen Daumen hoch unter diesem Video hier da, falls es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid.